Jo, liebe Leute, was geht da draußen? Neuen Kazok hier am Start. Ich zeige euch heute ein, ja, die Fans haben das gewünscht. Die haben das in den letzten Let's Play Video kommentiert. Einige Fans wollten, dass ich das zeige. Als erstes geht ihr auf Online Jobs, Jobsourcen markiert und dann geht ihr auf Last Team Standing und wählt dann die folgende Mission aus, beziehungsweise gemodelte. Ja, könnt ihr euch dann in der Videobeschreibung euch herunterladen. Das werde ich mitten in die Videobeschreibung einfügen. Das ist hier das Ding, was ich gestern gezeigt habe in einem ganz kurzen Let's Play Video. Und hier könnt ihr noch zusätzlich etwas Geld ergattern und zusätzlich noch RP. Also ich finde, es ist wirklich, es macht wirklich viel Spaß. Leider waren wir nur zu dritt oder zu viert, weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Aber wenn ihr das mit mehreren Spielern macht, das wird wirklich Bock machen, auf jeden Fall. So Leute, und noch eine kleine, eine Entgegenkommen für euch. Postet mir einige, postet mir einfach eure PSN und ich werde einige Leute raussuchen. Also seid einfach mit dabei beim nächsten Mal, wenn ich euch einlade, könnt ihr mit Mitch zocken. Also es ist eure Entscheidung, wenn ihr Bock habt, einfach unter den Kommentaren eure PSN mitteilen und ich werde einige Leute raussuchen. Leider nicht alle, also habt dafür etwas Verständnis. Ja, und jetzt spielen wir hier die zweite Runde und ihr könnt von hier aus oben schießen. Ich werde danach noch was zeigen. Und in diesem Video werdet ihr auch sehen, dass man RP und Money kriegt. Zwar nicht so viel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber das ist erstmal so eine Nebensache, finde ich, weil es muss einfach Spaß machen, finde ich. Und wenn ihr mit mehreren Spielern spielt, es macht richtig Bock. Also der Versuch, der hat uns versucht, hier mit dem Fahrzeug zu treffen, hat das nicht geschafft, aber ist ja auch egal. Das macht wirklich riesen Spaß, macht es mit mehreren Spielern. Soweit ich weiß, funktioniert das sogar auf alle Konsolen, auch für die PlayStation 3, PS4, Xbox One, Xbox 360, aber ich werde da nochmal hinschauen. Einfach mal in die Videobeschreibung reinschauen und lasst doch bitte einen Kommentar da und lasst doch ein Like da. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, abonniere mich doch einfach. Es ist wirklich kostenlos, Leute. Und ich werde nach weiteren Glitches suchen. Und hier könnt ihr runterspringen mit einem Fallschirm, habe ich gar nicht am Anfang gewusst. Hat der Abonnent, der mit mir mitgezockt hat, hat mir da hingewiesen, meinte, versuche es doch, da kannst du wahrscheinlich mit dem Fallschirm runterspringen. Und das macht wirklich Spaß. Ich springe lieber mal zur Seite. Ich glaube, da wollte mich gerade überfahren. Und ihr könnt auch alle Fahrzeuge hier bewegen. Alle. Alle Fahrzeuge bewegen. Und auch den Traktor, der hinter uns steht, werdet ihr auch gleich sehen. In diesem Video werde ich alles mit einpacken, Leute. Und ich würde mich echt freuen, Leute, wenn ihr mich in Zukunft weiter unterstützt. Ich bemühe mich wirklich sehr. So, den versuche ich jetzt erstmal zu treffen. Da kommt er uns jetzt wieder entgegen. Wo ist er? Da vorne ist er. Da vorne. Das mache ich aber doch gleich in Zeitloop, oder? Oder? Jo, das machen wir in Zeitloop. Leider habe ich den nicht getroffen. Das Fahrzeug ist ja so gepanzert. Richtig gut gepanzert. Von daher hatten da mal etwas schlechtere Chancen. Aber kriegen wir auch noch weg. So. Er fährt jetzt mal weg. Und ja, ich zeige euch, dass man das Fahrzeug auch hier bewegen kann. Also auch mit benutzen kann. Und ja, wie gesagt. Postet unter den Kommentaren eure PSN. Ich werde mir einige Leute raussuchen und dann in Zukunft mal ab und zu mal mit denen zusammen spielen. Und ja, hier. Der hat mich anscheinend gar nicht gesehen. Der fährt einfach weiter. Okay. So, okay, lass ihn mal fliegen. Ach so, schon vorbei, Leute. Schon vorbei. Und jetzt kriegen wir ein bisschen Geld und RP. Nichts Besonderes. Hat dir das Video gefallen? Daumen hoch. Euer Onkel Zocker.